So. Ja, hier haben wir noch gar nicht weit gegraben. Da komm, da grab ich gleich mal weiter. Wie weit ich auch im Gameplay gegraben habe, das muss ich auch mal reinziehen. Bin ich ja nochmal durch die Gänge gelaufen, dann in der 205. Folge. Dann hat man das auch alles nochmal gesehen. Ja. So, dann unter Erde. Ja, es nervt immer, wenn man dann auf die Schaufel wechseln muss, immer. Aber was ich am schlimmsten finde, ist Gravel, wenn er runterfällt. Ach so, er hat mir auch schon gegangen. Wieso hatte ich hier so wenig, hatte ich den nur so kurz gemacht, mit Absicht oder was? Na gut, der hier ist ja auch länger als der andere. Ich denke mal, den können wir dann schon noch fortführen. Und Level 30 haben wir gleich voll. Das ist sehr schön. Da geht auf jeden Fall noch einiges voran jetzt. Ja. Ach komm, jetzt grab ich mich hier nochmal rüber. So, noch ein paar EP-Kugeln brauchen wir. Bis wir es dann geschafft haben gleich. Welche Höhe sind wir hier eigentlich? 11, okay. Ideale Höhe eigentlich zum Diamantenfarmen. So, ich denke, jetzt hat schon eine neue Folge wieder begonnen. Ja, genau. Dürfte jetzt so sein. Und da kann ich jetzt schon mal an das nächste Thema mich heranwagen. Und zwar, weil, nur noch mal kurz, warum ich das immer mache mit den Themen, warum ich dann immer auf die nächste Folge warte. Ich will einfach nicht, dass man dann so am Ende der Folge einfach so rausgeschmissen wird aus dem Thema und dann irgendwie wieder immer blöd. Ich will das schon in einer Folge haben. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mal schnell an mit dem Thema. Und zwar, was hatte ich mir da rausgesucht? Erstens mal, das ist das. Okay. Das habe ich gemacht mit dem neuen Projekt, mit den Specials vom Dirt to Bedrock und so weiter. Okay, da würde ich sagen, rede ich mal ein bisschen über das Projekt Craft Attack. Genau. Darüber habe ich aber auch, glaube ich, noch gar nicht geredet. Ich hatte ja schon mal über Varo geredet, als das angefangen hat im April. Aber über Craft Attack habe ich noch nicht geredet. Das hat ja schon im Februar angefangen. Oh, und nochmal Diamanten. Sehr schön. Wie viele sind's? 9 Stück aus 4 Erzen. Sehr geil. Ist hier noch was dahinter? Ne, ich glaube nicht. Okay, dann mal zu. So, komm noch ein bisschen. Jetzt sind wir Level 30. Ja, auf jeden Fall hat das Craft Attack im Februar angefangen. War auch eigentlich nur so ein Zwischenprojekt, so ein Übergangsprojekt von Hero zu Varo. Aber viele YouTuber haben jetzt auch trotzdem noch weitergemacht, wie zum Beispiel Revi oder Debitor. Die haben trotz Varo immer noch weitergemacht bei Craft Attack. Ja, genau. Und dann halt noch YVD, Rotpilz, was weiß ich, diese ganzen Leute, die da halt mitmachen. Ein paar Leute sind natürlich auch ausgestiegen. Ich glaube, Early Boy ist ausgestiegen. Sipst LP, weiß ich gar nicht, ist da noch so aktiv. Ja, Skate702, der macht dann noch immer noch, jetzt im Juni 2014. Muss halt immer gucken, dass man aus meiner Perspektive das Ganze denkt. Ich nehme das Ganze im Juni 2014 auf. Und ja, deswegen, wenn ich da jetzt sage, meine ich das jetzt, also für euch dann ein Jahr her. So, und ich denke mal, wenn, für euch, wenn ihr das seht, läuft Craft Attack bei weitem nicht mehr. Ja, aber Porkchop Media und so, die sind jetzt auch ausgestiegen. Broken Thumbs. Ja, ist halt schade, wenn die Projekte dann immer so im Sande verlaufen. Wenn die Leute dann immer so aufhören oder Taddle oder Dena. Dena hat auch jetzt eine Folge mit hochgeladen. Dann kommt wieder ewig gar nichts. Und ja, mal sehen, ob es dann irgendwie ein Finale dafür gibt. Und das ist immer so ein bisschen schade, wenn die dann aufhören und so. Oder Klim, der macht glaube ich auch noch. Ich würde sagen, die Hälfte hat schon aufgehört oder haben das schon im Sande verlaufen lassen halt. Der Tattel halt auch, der hat gerade mal 4 Folgen. Aber auch nur, weil er irgendwie zwischen den Projekten mal ein bisschen was aufnehmen wollte. Hat halt bei Craft Attack mal mitgemacht. So, wir haben die 30 Level voll, kommt das Kohleflöz nämlich trotzdem noch mit.
Und dann geht's mal wieder endlich ans Verzaubern. Was will ich jetzt eigentlich verzaubern? Ich weiß es gar nicht genau. Na hallo, ach, jetzt komme ich hier nicht raus wieder. Ist wieder tragisch. Okay, da würde ich sagen, hier ist das Ende des Ganges. Ja, auf jeden Fall, Craft Attack ist dann halt immer schade, wenn das so ein bisschen im Sand verläuft und so weiter. Es war ja auch damals beim Mega-Projekt so, dass dann alle aufgehört haben und auch hier, ja, es kam halt immer seltener, auch Skate 702, da war dann auch noch dabei bis zum Schluss, oder Sparker Phoenix, oder wer war noch dabei, Sips LP, genau, oder mcexpert.de. Was ich ja auch schade fand, dass dann Let's Game Your Play, der auch dabei war am Ende noch, dass er dann aufgehört hat überhaupt mit seinem Kanal. Sein letztes Video, also wenn ich das hier aufnehme, sein letztes Video kam irgendwann im November 2013. Das ist natürlich sehr schade, dass er aufgehört hat. Finde ich dann immer blöd, vor allem da hat er noch Pläne, hat sich dann extra noch ein neues Intro gemacht und so. Und jetzt ist dann immer blöd, wenn er dann irgendwie aufhört. Achso, hier kann auch noch eine Treppe hin. Die Treppen mache ich mir auf jeden Fall jetzt gleich nochmal. So, das sollte reichen. Achso, die hätte ich mir rausnehmen können, wenn ich verzaubert habe. Ich bin aber wieder blöd. So, jetzt könnte ich mal verzaubern. Ich glaube, meine Axt oder so könnte man mal machen. So, eine schöne Diamant-Axt hier. Erstmal die Tools verzaubern, dann die Rüstung. So. Dann zack. Und Level 30. Und was ist? Effizienz und Haltbarkeit. Sehr geil. Coole Axt auf jeden Fall. Aber ich denke mal, die werden wir dann erst gebrauchen, wenn wir dann wieder mal Bäume farmen. Solange tue ich dann hier nochmal das in die Kiste rein. Okay, das weg. Und dann können wir eigentlich nochmal... so machen und die Diamanten erstmal weg auf jeden Fall. 34 haben wir dann schon zusammen, sehr sehr cool. Und Kohle können wir auch mal wegtun wieder. Bisschen immer mitnehmen, verfackeln. Wo ich da eigentlich jetzt auch nicht so den großen Verschleiß habe von den Fackeln. Redstone. Machen wir das mal so hier. Und die schöne alte Musik. Ja, ja. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal gesagt haben zu Craft Attack. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Der Revi ist halt noch sehr aktiv dabei. Der macht halt jeden Tag noch Folgen. Finde ich auch sehr cool. Da hat er noch viele Pläne und so. Gucke ich auch sehr gerne mal vorbei bei ihm. Ja. Okay, ein bisschen Essen können wir dann wieder ablagern. Und dann mal sehen, wann das Projekt, wie gesagt, zu Ende geht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, Brot geht uns langsam aus. Und dann können wir das Thema jetzt eigentlich auch mal abschließen. Und dann gibt es demnächst dann wieder mal ein neues Thema. Und die Wolken sind so hässlich, ich mach das jetzt mal hier aus. Nee, ich mach das mal nicht. Ich glaube, dann wird die Musik wieder zurückgesetzt. Und das wollen wir ja nicht unbedingt. Bin ich ja noch am überlegen, was man hier noch so bauen könnte. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen kreativer sein. Aber damit meine ich dann halt auch, dass wir da so ein bisschen im Berg ein bisschen das Haus bauen und so weiter. Dann könnte man natürlich nur eine Mobfalle bauen und alles, aber dafür ist eigentlich gar keine Zeit mehr. Wir sollten schon den Rahmen der vierten Staffel so ein bisschen einhalten und nicht so übelst viel uns vornehmen und dann doch nicht schaffen. Aber jetzt hätte ich hier das Eisenschwert gebrauchen können, was ich noch in der Kiste habe. Ja, dann ahne ich mal wieder ein bisschen. Das andere Zeug ist noch nicht wieder ausgewachsen komplett. Das lasse ich dann mal. Ja. In der nächsten Folge gibt es dann wieder ein neues Thema. Hat dann auch wieder ein bisschen mit Craft Attack zu tun, beziehungsweise mit dem Nachfolgeprojekt dann natürlich. Jetzt noch nicht, das geht dann aus der nächsten Folge los, damit wir das ein bisschen aufgeteilt haben. Ja,
weil ich wieder ein bisschen länger aufnehmen will. So, ich denke mal, in nächster Zeit brauchen wir gar nicht mehr so viel Zuckerrohr ernten. Das haben wir jetzt erstmal genug. So, jetzt haben wir zwei Zauntore, das ist ja auch wieder... Ach, keine Ahnung, was ich hier mal mache. Die könnten wir auch mal langsam wieder füttern. Oder hier die Dinger, die muss ich auch mal füttern. Komm, das mache ich mal eben. Schafe und Schweine füttern. Und dann geht es wieder weiter in der Mine, um ein bisschen an Level zu kommen. Dass wir nach und nach wieder alles enchanten können und so weiter. Und wir könnten eigentlich auch mal eine Netherfestung suchen, das wäre auch mal interessant. So, Melonen nehme ich mir auf jeden Fall noch mit. Und zwar so viel. So, die alte Holzspitzhacke kann auch hier rein. Die behalte ich ja immer ein bisschen in Ehren, muss ich ja zugeben. Habe ich auch schon immer so gemacht. Warum ich das mache, weiß ich natürlich bis heute nicht. Ja, ist einfach so. So, habe ich die Treppe schon herausgepfeffert. Die wollte ich jetzt mal langsam anbringen. Habe ich die hingetan? Ach so, die habe ich unten ins Lager. Ich bin ja wieder blöd, ey. Bin ich manchmal so abwesend. Hab doch gewusst noch, dass ich irgendwas damit vorhatte. War nicht mal genau was. Ja. So vergesslich bin ich jetzt schon. Ich war ja eigentlich immer schon relativ vergesslich. In solchen Sachen. Ist halt immer das Problem, wenn man Let's Plays macht. Muss man halt immer gucken, wo man bleibt, dass man auch immer ein bisschen das Spiel im Auge behält, sozusagen, also von der Konzentration her. Das fällt dann nämlich immer so ein bisschen in den Hintergrund. Ja. Dauert das Wechseln ja länger, als wenn ich es mit der Hand abgebaut hätte. Das ist immer so ein bisschen blöd dann. Ja, okay. Dann setze ich hier mal noch ein paar Treppchen hin. Aber Stripmine werde ich dann jetzt nicht mehr, sondern wir gehen dann wirklich mal ins Nether. Und gucken mal, was wir da so gerissen kriegen. Da hatten wir ja jetzt diesen Gastangriff wieder. Da war es auch jetzt in einer letzten Folge wieder ziemlich knapp. Und ich krieg's hier wieder nicht geschissen. Super. So, das wär's dann. Da waren wir fertig. Und hier können wir jetzt eigentlich auch mal zumachen. So, ach komm, den nehme ich wieder raus. Zack, keine Ahnung warum, aber ich mach's einfach mal. Und dann gehe ich wieder hoch. Na komm. So. Okay, aber langsam gewöhne ich mich ja echt an die Welt und ich finde ja auch cool irgendwie so, ne? Ist zwar nicht so viel, aber kann man ja immer mal machen. Einfach mal schön durchs Fenster schauen. Da hinten natürlich wieder unser komisches, schwebendes Fragment. Das Wahrzeichen unserer Welt sozusagen. So, dann kann ich nochmal in den Nether gehen, wie gesagt. Aber jetzt könnte ich die Treppen natürlich dann rauswerfen. Bruchsteintreppen. Bringt auch voll der Begriff. So, dann gucke ich mal, wie lange geht die Aufnahme, okay. Die Folge ist gleich wieder vorbei. Diese. Und da würde ich sagen, scheiße, ich habe kein Feuerzeug mit. Scheiße. Hoffentlich habe ich Eisen mit, jetzt brenne ich wieder. Super. Alter. Dieser scheiß Gast, ey. Wisst ihr was? Wieso nehme ich eigentlich nicht den Bogen? Ich habe keine Pfeile. Wieso tue ich meine Pfeile raus? Alter. Oh, ich dachte, ich sterbe jetzt. Warte mal. Erstmal essen. Dann das Portal. Nein, nicht das Portal ausschießen. Nicht das Portal ausschießen. Zieht er mich eigentlich durch dieses Portalblock? Ich hoffe nicht. Komm, schnell, schnell, schnell. Ach, Alter, wieder völlig unvorbereitet. So, dann hole ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal Pfeile. Pfeile. Wo haben wir sie? Da haben wir welche. Und kommen noch einen halben Stack. Den einen Pilz. Tue ich dann nochmal hier dazu. Ja, Pfeile haben wir jetzt. Dann brauche ich noch einmal, vergessen. Komplett. Jetzt wird er weg. Habe ich vergessen. Einfach so. Ich weiß es nicht mehr.